Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem winterlichen Berlin. Ich bin hier gerade ein bisschen eingemummelt draußen und habe mich entschieden, mal wieder ein YouTube für euch zu machen. Und zwar das Thema, was mir so auf der Seele brennt, ist das Thema mit der Verbindlichkeit. Und zwar gibt's da in meinen Augen so unglaublich viele Missverständnisse zurzeit drüber, gerade auch in der jüngeren Generation. Und ihr wisst, ich mache das Programm Die Internetvisionärin, Hard Visions Wanted, und das ist ein Online-Programm, wo man seine Lebensaufgabe, seine Vision, seine Herzensbestimmung in die Welt bringen kann, mit Hilfe auch vom Internet. Und damit habe ich selber sehr viel Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, weil ich einfach im Grunde alle meine Visionen übers Internet in die Welt gebracht habe. Und das ist einfach ein sehr schöner Weg, auch wenn der nicht immer so ganz einfach ist. Aber ich habe euch eben auch einen Weg aufgezeigt, der euch auch schneller voranbringen kann, weil ich habe natürlich auch schon so viel durchgemacht und dabei auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass man wirklich zielgerichtet ist. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, wenn du deine eigenen Projekte in die Welt bringen möchtest, ist, dass du verbindlich bist, dir selbst gegenüber. Und da möchte ich jetzt mal einfach was aufzeigen, was mir so auch selbst begegnet ist, wo ich so gemerkt habe, dass das stimmt irgendwie für mich nicht. Da ist irgendwie der Wurm drin, da ist irgendwie was faul. Und zwar, wenn du sagst, ich möchte frei und ortsunabhängig leben, was ja im Grunde jeder sagen würde, der eine mindestens 40-Stunden-Woche hat, dass er sagt, ich möchte einfach mehr Zeit für mein eigenes Leben, für meine Familie, für mich selbst, dann ist natürlich klar, dass du auch was dafür tun musst, ja, weil es gibt natürlich wenige Ausnahmen, wo du beispielsweise ein Erbe bekommst oder so, wo du dann von jetzt auf gleich frei bist, auch finanziell, und dann kannst du durch die Welt reisen und so weiter, aber das ist ja nur in den wenigsten Fällen so. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass dieser Wunsch nach Freiheit, nach Reisen, nach Ortsunabhängigkeit oder auch nur nach einem freien Homeoffice eben damit bedingt ist, dass du auch wirklich Einsatz gibst, ja, und was von ganzem Herzen. Und da geht der Fokus ganz schnell auch zum inneren Kind, weil im Grunde ist es so, das innere Kind, ja, das lebt ja in allem von uns, es ist das, der Anteil, der gern spielen möchte, der Freude haben möchte im Leben, der im Grunde tun und lassen möchte, was er will. Das ist ja im Grunde so dieser kindliche Anteil in uns, der will die ganze Zeit auch keine Verbindlichkeit, der will einfach sagen, ich lebe so rumsdibums in die Welt hinein, ich bin in einem Flow und ich mache das, was als nächstes in meinen Sinn kommt. So leben Kinder. Das ist auch eine schöne Lebensweise. Ja, also das sollten wir auch nicht vergessen, dass dieser Anteil ganz wichtig ist. Denn in den meisten Existenzen, in den meisten Berufen und auch wahrscheinlich in vielen großen Firmen wird ja genau dieser Anteil abgewürgt. Ja, dieses innere Kind, was einfach Freude haben möchte. Ja, was, das hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Wenn du da 8 Stunden auf deinem Bürostuhl Abrechnungen machen musst oder sonst irgendwas, ja, dann kommt das oft zu kurz. Dann gehst du abends nach Hause und dann ist dir auch nicht mehr danach, dein Kind zu leben. Dann bist du entweder zu müde oder auch vielleicht schon zu abgestumpft oder auch einfach resigniert, weil du merkst oder auch das Kind in dir merkt, das hat nichts mehr zu sagen. Und so sollte es auf gar keinen Fall sein. Ja, so wenn du an diesem Punkt bist, dann solltest du ganz schnell was verändern, weil das Jahr 2020, das sage ich dir jetzt aus vollem Herzen, das ist das Veränderungsjahr. Es werden viele Dinge auf den Tisch kommen, die sichtbar werden, wo es einfach nicht mehr stimmt. Und dazu gehört natürlich auch, sich in Berufe reinzuquälen, wo man eben diesen Anteil vom inneren Kind nicht mehr leben kann. Ja, aber wenn in dir die Sehnsucht brennt, den Erwachsenen und das Kind in Einklang zu bringen, dann könnte das mit der Verbindlichkeit ja auch vollkommen anders aussehen. Ja, dann würdest du vielleicht nicht mehr sagen, ich lebe einfach so in den Tag hinein, ich mache das, was mir gefällt, weil so kann ich dir wirklich sagen, kriegst du nichts in die Welt gebracht, keine Projekte und auch keine Herzvision, weil du wirst durch Phasen gehen müssen, die ätzend sind, wo du auch Dinge tust, die wo du geglaubt hast, ja, das macht jemand anders vielleicht für dich. Nein, das machst du letzten Endes selber. Ja, wenn es darum geht, deine Internetpräsenz zu schärfen, ja, dein SEO zu optimieren, ja, dass du auch wirklich gefunden wirst von deinen Lieblingsklienten, dann kannst du natürlich nicht morgens sagen, ach nee, habe ich keine Lust, ich gehe jetzt lieber im Sandkasten buddeln oder ich gehe jetzt den ganzen Tag ins Schwimmbad oder so. Da wirst du nicht dein Herzensprojekt in die Welt bringen. Ja, dann bringst du dein inneres Kind in die Welt,
Aber das ist es schon. Und danach, kann ich dir sagen, kommt auch eine Phase von Leere, weil du irgendwie merken wirst, wenn du das über längere Zeit so treibst mit dir, mit diesem, ich mache das, was mir gefällt und nichts anderes, ich bin nicht verbindlich, ich möchte morgen nicht zusagen, ob ich arbeite oder nicht, dann wirst du eine Phase von Leere durchleben. Und das kann ich dir sagen, das ist nicht witzig. Ja, das kann dich auch ins Burnout bringen, weil du einfach merkst, dass du deine Lebensaufgabe nicht lebst, ja, weil das ist nicht deine Lebensaufgabe, nur dein inneres Kind zu nähren. Das ist Teil deiner Lebensaufgabe und du solltest auch einen gesunden Work-Life-Flow bekommen, ja, wo das Kind und der Erwachsene in die Welt kommen. Aber so, sage ich dir noch einmal, kannst du nicht deine Herzensprojekte leben. Das ist einfach ein ganz großes Missverständnis. So, und der erwachsene Anteil in dir, der ja auch dafür da ist, dass dein Kühlschrank voll ist, dass dein Konto gut genährt ist, dass du saubere Kleidung anhast und was auch immer, das ist also der nährende Anteil, der ist dafür da, dass das innere Kind in dir auch die Berechtigung hat zu spielen. Ja, also es schafft, der Erwachsene schafft im Grunde einen gesunden Rahmen für das Kind. Und da geht es natürlich auch darum, dass der Erwachsene auch Grenzen setzt. Ja, also jedes Kind muss auch Grenzen lernen. Ja, wenn es grenzenlos Schabernack treiben kann und dann einfach nur noch macht, was es will und überhaupt nicht lernt, wo gesunde Grenzen sind, dann hat das auch nichts mehr mit anti-autoritärer Erziehung zu tun. Das ist einfach nur nicht angesagt, ja, weil damit kommst du keinen Schritt weiter in deinem Leben und irgendwann eckt das natürlich auch bei anderen an. Du kennst vielleicht auch Kinder, die so ausufernd sind und das geht dir irgendwann total auf den Keks als Mutter, ja. Und in dir drin findet das gleiche Spielchen statt. Also so wie du jetzt auch gelernt hast, als Kind zu leben, ja, also vielleicht bist du viel bestraft worden, dann neigst du natürlich dazu, dich auch weiterhin als Erwachsener selbst zu bestrafen. Also der erwachsene Anteil in dir, der übernimmt im Grunde deine Eltern. Ja, diese ganzen Teilpersönlichkeiten deiner Eltern. Und den gilt es eigentlich wirklich zu transformieren. Das ist gar nicht so, dass das Kind transformiert werden will, sondern meistens der erwachsene Anteil. Und wenn der im Einklang ist mit dem Kind, dann lebst du deine Herzvision, und das ist jetzt das, was ich sage, wie es aussehen könnte, wo es hingehen könnte, dann lebst du deine Herzvision und dein Erwachsener schaut dabei einfach nur nach dem Rechten. Ja, der kümmert sich um die Dinge, die zu tun sind, der schaut, dass deine Webseite rechtskonform ist und so weiter. Und dein inneres Kind lebt auch die Lebensaufgabe, weil es auch Teil dieses kindlichen Anteils ist, die Lebensaufgabe, weil das innere Kind steht für die Lebensfreude. Der erwachsene Anteil auch, der sollte auch Freude haben. Es ist nicht so, dass die Erwachsenen keine Freude haben, auch nicht die inneren Anteile. Aber wenn das Kind auch spielen darf, ja, weil das kann auch im Beruf spielerisch sein. Jetzt gerade zum Beispiel ist auch mein Kind mit dabei in diesem Video. Das hat Freude. Mein Kind liebt Videos, ja. Das zeigt sich auch gerne. Das hatte ich auch nie gedacht, dass das mal dahin kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein Kind liebt es, draußen zu sein und Videos zu machen. Ja, das heißt, mein kindlicher Anteil ist mit dabei. Aber der Erwachsene in mir, der ist dafür, oder die Erwachsene in mir ist dafür verantwortlich, dass die Kamera gut läuft, dass ich mich überhaupt verbindlich hier auch zeige bei YouTube, dass ich regelmäßig immer wieder meine Videos mache. Das ist natürlich alles diese Organisation dahinter. Und dafür ist mein erwachsener Anteil so wichtig. Und wenn ich den nicht am Start habe, ja, dann wird nichts passieren. Dann werde ich auch meine Videos niemals auf YouTube hochladen. Dann kann ich noch so viel träumen. Ja, weil Kinder träumen gerne, Kinder erzählen gerne, Kinder philosophieren gerne. Aber das kommt dadurch nicht in die Welt. Das kommt nicht auf den Boden. Ja. Und der Erwachsene geht darum, beim Erwachsenen geht es darum, das Kind zu erden. Ganz konkret. Und ich hoffe, ich hab so ein bisschen aufgeräumt mit diesen Anteilen in dir und natürlich auch mit mir. Ich kenne diese Themen total gut, sonst wüsste ich nicht, worüber ich hier sprechen soll. Ich kenne das, in den Tag reinleben zu wollen und keinen Bock auf Verbindlichkeit zu haben. Ich kenne das, bis morgens spät im Bett zu liegen. Wer kennt das nicht? Ja, wenn man das eine Weile mal so betreibt, dann hat man sich da auch verdammt dran gewöhnt. Und ich sage dir, Hut ab, vor denen, die es geschafft haben, da wieder rauszukommen. Ne? Und der Erwachsene, der möchte auch trainiert werden, dass er liebevoll mit dem Kind umgeht. Und liebevoll sein heißt auch verbindlich sein, weil Kinder brauchen Verbindlichkeit. Die müssen wissen,
Hey, morgen habe ich Folgendes mit dir vor. Immer dieses, ich lebe so in den Tag hinein. Eigentlich mögen Kinder das auch nicht. Das können die ab und zu mal machen. Aber die mögen auch Struktur. Die mögen auch Verlässlichkeit. Die wollen wissen, kann ich mich auch an dem Erwachsenen reiben? Ist der da? Bleibt der stehen? Wenn ich auch mal, vielleicht ein bisschen miesepetrig werde. Und das sage ich dir, dein inneres Kind wird sich, wenn du deine Lebensaufgabe lebst, dein Herzbusiness, dein Projekt in die Welt bringst, wird sich melden. Ganz sicher. Und du wirst alles um die Ohren kriegen, was mit diesem Kind stimmt und nicht stimmt. Das ist meine eigene Erfahrung, weil genau dann, wenn du dein Herz öffnest und der Welt dienst mit deiner Aufgabe, dann ist es ganz klar, dass dein Kind auch aus dem Herzen springt. Ja? Dass dein Kind hier neben dir steht, dass dein Kind auch Angst haben wird, dass dein Kind auch Wut haben wird, dass dein Kind Freude haben wird. Das ist ganz, ganz natürlich. Und dann brauchst du einen Erwachsenen, der dieses Kind führt und der sich da verbindlich zeigt und sagt, hey Kind, ich bin für dich da. Ich gebe dir eine gesunde Struktur, dass du leben kannst. Ja? Und ich würde mich jetzt nur wiederholen. Gerne könnt ihr respektvoll kommentieren unter dem Video, was ihr dazu sagt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr auch mit eurem inneren Kind glücklich sein könnt während der Arbeit. Und ja, ich freue mich ganz doll darauf, von euch zu hören. Und wer möchte, kann mich gerne kontaktieren. Ich mache eben jetzt gerade ein Online-Coaching für Menschen, die ihr Projekt in die Welt bringen möchten. Ihr könnt euch bewerben. Ich habe nicht so viel Kapazität, dass ich jetzt jeden Monat 10 Leute coachen kann. Meistens sind es 1 bis 2. Ja, den ich mich dann wirklich auch zuwenden kann und den ich auch meinen ganzen Erfahrungsschatz mitteile. Deshalb ist es so, dass ihr euch bewirbt und ich wirklich schaue, passt das mit mir? Bin ich da die Richtige für euch oder ist vielleicht was ganz anderes für euch wichtig? Deshalb könnt ihr eben auch ein Vorgespräch bei mir buchen. Ihr müsst euch dafür aber unbedingt in den Online-Kalender eintragen und dann reden wir einfach mal. Ja, einen schönen Tag für dich.